Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen hier zum großen Preis von Deutschland. Ricardo, Rosberg und Lewis Hamilton. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. So schaut's aus. Ja, und Kimi Räikkönen und Vettel nicht ganz vorne dabei, wohl nur 3/10. Aber ihr Ferrari selber ist ein bisschen in der Forschung ja, nach hinten gerutscht. Wir sind da eigentlich schon fast dran. Obwohl ich da gar nicht so extrem dabei bin bei der Forschung, sind wir da knapp hinter Ferrari. Ja, und hier im Blitz-Qualifying. Ja, wie ihr seht, 1/2 und wir werden schon in der Nähe von Pascal Wehrlein. Und der hat es auf 16 geschafft. Ist trotzdem noch ein bisschen, ja. Okay, die Sauber ist wirklich letzter. Die sind auch so sehr schlecht. Renault ist auch nicht gut, dann Haas. Ja, Pascal Wehrlein auch nach vorne gerutscht. 1,3 und ich 1,0, ja. Perfekt, würde ich sagen. Top-Leistung von Daniel Ricciardo, dann die beiden Mercedes, um eine Tausendstel Rosberg vor Hamilton, dann Max Verstappen und Kimi Räikkönen. Ja, schauen wir mal, ob Ricciardo im Rennen auch jetzt stärker ist als die Mercedes. Da bin ich sehr gespannt, vielleicht sieht man das ein bisschen. Mal schauen, ob wir da die erste Kurve ein bisschen was gut machen können. Wunderbar, Freunde. Los geht's in den nächsten Grand Prix hier. Großer Preis von Deutschland. Neues Update. Motormäßig habe ich gestartet. Also Stufe 2 beim Motor jetzt sogar. Aber das ist ja jetzt eh nur für diese Saison. Die hat Kwiat. Ja, ist mir eigentlich relativ... Nein, ist mir komplett egal. Werde mindestens 10. Das habe ich leider nicht geschafft, warum auch immer ich unbedingt 10. werden muss. Das haben sehr hohe Ziele gesteckt. Hören wir uns mal die Voice heute mal wieder an. Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Danke. Okay, also wir müssen in die Punkte fahren, dann wieder mal vor Kwiat und Wehrlein. Also Wehrlein könnten wir wieder eigentlich schaffen, wenn nichts Gröberes passiert, und P10. Hätte ich auch vor. Und ich würde sagen, schließen wir den Laptop und gehen wir ins Rennen. Und es ist trocken. Das ist es auch wieder keinen geil. Ort, an dem ich heute lieber wäre, aber gut, als hier in Hockenheim für den großen Preis von Deutschland. Durch die starke Konkurrenz werden wir bestimmt Spannung pur geboten bekommen. Wenn ich mir so die Tribünen mit all den Menschen anschaue, scheint ein beachtlicher Teil Deutschlands genau meiner Meinung zu sein. Das Heimspiel für die vier deutschen Piloten der Saison 2016 findet natürlich am Hockenheimring statt. Die Strecke ist 4,5 Kilometer lang und besteht im Prinzip aus zwei verschiedenen Strecken. Denn wir haben einmal den Stadionbereich, wo es auf die perfekte Abstimmung ankommt, und den Rest der Strecke, wo Tempo gefragt ist. Die beste Überholmöglichkeit ist natürlich die Haarnadelkurve. Und heute ist Stefan Römer an meiner Seite. Das ist ja das Heimspiel für Mercedes. Was meinst du, ändert das auch die Einstellung eines Teams zu einem Heimrennen? Was bedeutet Heimsieg? Oder gibt es überhaupt, anders gefragt, noch sowas wie Nationalstolz in der Formel 1? Der Kimi. Um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Ich meine, natürlich gibt es ein paar aufmunternde Worte und natürlich ist das Rennen auch ein bisschen wichtiger. Also nicht drin, Ricardo, aber hinten steckt ein. Aber letztlich sind diese Leute Profis. Die Teams wollen jedes Rennen gewinnen, an dem sie teilnehmen. Und auf diesem Level steht enorm viel auf dem Spiel. Darum muss jeder immer 100% geben, 24 Stunden am Tag, das ganze Jahr über, egal ob es dein Heim-Grand Prix ist oder nicht. Dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für unseren Motorlieferanten. Lass uns ein spannendes Rennen für sie fahren. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Red Bull hat im Qualifying eine gute Leistung gezeigt und Daniel Ricciardo startet von der Pole. Und daneben... Ja, das wissen wir schon, deswegen gehen wir jetzt weiter. So, da, ja, bei 25 haben wir dann nicht wirklich viel Optionen. Wir müssen nur aufpassen, wenn das Safety Car kommt, dass wir da unter Umständen schauen. Ich weiß nicht, ob wir einen weißen Reifen auch drinnen hätten und ich weiß schon wieder nicht, wie lange der hält. Denn die alternative Strategie, gut, was er uns vorschlägt, das ist aber sicher nicht so schlecht, aber da müssen wir uns überlegen, nach ein paar Runden, wenn der Safety Car kommt, ob man nicht den weißen dann aufziehen.
Was hätte er uns hier vorgeschlagen? Runde 6, den gelben. Okay, das merken wir uns mal. Das heißt, den sollte man ein Medium haben. Könnte man den Runde 4, glaube ich, müsste man fast dann durchkommen. Runde 4, das heißt eigentlich ja, in Runde 1 Safety Car kommen, wenn er 3 Runden draußen bleibt. Wenn es in der ersten Runde kommt, dann weiß ich nicht. Dann glaube ich, das ist, nein, Runde 1 und dann, ja gut, der 3 Runden bleibt da draußen, aber zum Schluss, ja, das ist, schauen wir mal das Rennen, nein, das ist nichts. Das ist nichts, Freunde. Anfangsrunde nehme ich im Prinzip dann nur für einen Regen eventuell, dass ich mir ein bisschen einschießen kann, so wie in Ungarn. War gar nicht so geil. Boah, hat er mal jetzt eh neue Reifen eigentlich aufgezogen? Ich bin ja P11. Aber kann ich mal das aussuchen? Ich weiß gar nicht. Ah, jetzt sind wir da blöde Position da außen. Ah, ich komme da nicht mehr aus nach außen jetzt da. Jetzt hat wieder keiner vom Gas gewirrt. RS. Das war ein bisschen. Ja, hier glaube ich, jetzt sind wir gut drauf. Da können wir ein bisschen reinstechen. Jawohl, das war unsere Chance. Die hat man müssen nützen. Und haben wir genützt. Da kommen wir jetzt. Ich lupfe ein bisschen. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Wow. Sind wir top auf 7 momentan einmal. Ja, von der KI probiert es da keiner innen, so wie ich, anzugreifen. Jetzt schauen wir uns mal den Rennspeed an, was wir haben überhaupt. Oder mit den Kollegen mitgehen können. Seien sie ja gut unterwegs. Ja, der, ich glaube, der Ross hat sich auch automäßig gut entwickelt hier bei uns. Aber das ist natürlich auf die Distanz, also auf mehrere Saisonen dann gesehen, ich weiß nicht. Wenn das dann komplett random wird und jeder irgendwo ist dann. Kann dann schwierig werden. Ja, das war so ein halbherziges Manöver. Ich dachte nicht, na gut, nächste Runde haben wir vielleicht wieder. Dann könnte man probieren anzugreifen. Hinter uns der Kimi. Der nicht so eine geile Startphase hatte anscheinend. Dachte ich, habe relativ viel Flügel, aber anscheinend. Jetzt Bottas gut dabei, ja, der Williams ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, wir sind im Prinzip im Mittelfeld angelangt mit unserer, mit unserem Auto von der Stärke her gesehen. Ja, Stand Melbourne wären wir sicher nicht so weit vorne jetzt. Mit Abtritt, Motor, alles mögliche, was wir da gemacht haben. Die Top 5 hier vorne ist vielleicht noch ein bisschen viel. Aber schauen wir mal, wenn es halbwegs passt. Schaut doch mal nicht nach Safety Car aus. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir. Ja, aber das haben wir alle. Ah, schon wieder. Ich will da nicht reingrätschen. Aber werden wir einmal wohl müssen. Seien sie hinter uns. Aber hier kommen wir eh vorbei, genau. Rosberg, Hamilton, Ricardo. Ja, mit Red Bull würde ich auch gerne fahren. Der liegt sicher geil auf der Strecke. Ja, Red Bull, Mercedes würde ich gerne fahren, Saison. Ferrari immer natürlich, wäre auch geil, kennt immer. Aber dann ab nächster Saison werden wir dann mal schauen, wie sich dann in den weiteren Saisonen dann die ganzen entwickeln, ob das komplettes Chaos dann ist. Wenn, im Notfall müssen wir halt immer wieder eine komplett neue Saison anfangen, dass die Teamstärke wieder halbwegs passt. Aber das werden wir sich dann anschauen, nächstes Jahr eben höchstwahrscheinlich, nächste Saison eben wieder. Mit dem McLaren, ich erzähle es eh jedes Mal.
Da werden wir mal zwei fahren und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich fange sowieso eine neue an, weil ich eben eine Idee habe für eine neue Nummer. Das werde ich dann bei der Präsentation erklären. Und ja, Helmdesign-mäßig, da gibt es nämlich schon eine Mod, wo man sich da einen guten Helm drauf tun kann. F-Race Department, wenn es interessiert. Den will ich unbedingt haben. Speziell für jedes Team dann, aber wenn man wirklich das Team wieder wechselt, schätze ich mal, muss man fast eine Saison neu wieder starten. Oder eine Karriere neu, sonst kann man glaube ich den Helm wieder nicht wechseln. Dann haben sie da extra für jedes Team einzeln, glaube ich, ein bisschen Design 2 zur Auswahl. Und das ist auf jeden Fall besser als hier irgendein Helm ohne Sponsorbeklebung und ohne irgendwas. Ja, das muss ich mir noch anschauen. Vorne der Red Bull geht gut weg hier, Ricardo vor Hamilton und Rosberg. Ja, Red Bull auch wieder gute Arbeit gemacht und Ricardo hier top in Form. Verstappen heckt uns eh im Genick. Yes! Oh, wir sind hinter Mercedes, das gibt's ja nicht. Und der ist auch noch geil. Greift jetzt an, nein. Ich glaube, wir haben einen guten Topspeed, obwohl ich eigentlich eh... Was habe ich eingestellt? 7,5? Ich weiß gar nicht. Vorne 7, hinten 5? So irgendwie. Muss die KI fast noch mehr Flügel haben. Der Topspeed schaut nicht so geil aus. So, nächste Runde kommt dann schon der Boxenstopp, glaube ich. Versuch ihn in Sektor 2 zu überholen. Oh, Bottas hat Verstappen hinten überholt. Eieiei. Nein, jetzt habe ich DS vergessen. Shit. Wir haben jetzt auf der Geraden mal fett raus. Und DS, aber wir sehen die Jungs vorne, sind schon gut unterwegs. Jetzt mit dem abgefahrenen Reifen. Ja, wird Zeit. Da kommt er. Wir fahren indirekt hier Kampflinie. Und das gerade hot drauf. Und Vettel auch noch nicht wirklich viel gesehen. Oh, jetzt haben sie aber auf Ricardo wieder aufgeschlossen, die Hamilton und Rosberg. Ricardo einen kleinen Fehler gehabt oder was? Ich weiß nicht, oder? Lassen seine Reifen ein bisschen mehr nach, schon jetzt in der Phase gerade. Komm diese Runde an die Box und denk an das Tempolimit. Bei einer Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Wir fahren auf jeden Fall jetzt rein. Ein bisschen den Undercut vielleicht auch, so leicht, aber wohl jetzt, nein, jetzt werden alle reinkommen. Bei 25 kann man nicht viel undercutten. Aber ein Mercedes bleibt einmal sicher draußen, also vielleicht geht da was. Hä, wieso fahren wir da alle so langsam bis dahin? What the... Hä? Moment, einmal, sieht man das noch in der Wiederholung? Warum ist da jetzt Hamilton so langsam gefahren? Ist nicht vorne Ricardo reinzogen? Eben, der ist schon da ganz vorne. Warum zur Hölle fährt Hamilton da so langsam? Nee, ich kann ihn ja nicht... Darf ich ihn überholen? Ja, keinen Plan. Keinen Plan. Los geht's. Du musst an der Box
Boxen. Boah, Gott sei Dank lässt er uns da nicht warten. Das war schon ein bisschen problematisch, oder? Ja, ja, danke für die Info. Das ist die Frage, können wir jetzt Rosberg... Können wir denn jetzt? Fettgemisch... Oh, da kann man aber gut raushimmeln, normal. Die KI immer dann rausfahren, dann ein bisschen langsam eigentlich durch die kalten Reifen, weil sonst auch ein bisschen verbessert anscheinend. Reifen war drin, ich glaube, da können sich auch ein bisschen verbessern. Gegen alle, die was noch draußen blieben sind hinter mir. Ja, Runde 7 von 17. Jetzt laufen wir auf. Das ist das Problem. Wenn die jetzt nicht reinfahren, sie mit den Gelben wegfahren, dann haben wir jetzt ein bisschen ein Problem. Weil die müssen ja nicht überrunden lassen. Der fährt rein, Gott sei Dank, aber Magnussen haben wir jetzt noch immerhin da. Aber gut, wenn wir jetzt... Ja, jetzt verdammt. Wo ist Rosberg? Kommt er schon da raus, da vorne? Wo ist er? Shit! Ah, verdammt! Der Wagen vor dir einen Schaden am Frontflügel, aber das scheint seine Leistung nicht zu beeinträchtigen. Wir haben Gott sei Dank gar nichts. Jetzt fährt er der Kampflinie. Magnussen. Okay. Ja, hat er keine Chance. Flügel auch noch kaputt. Den hat ihm Hamilton kaputt gemacht. Bei ihm dürfte aber alles passen. Aber wo zum Teufel ist Rosberg? Oder war da noch immer nicht drin? Muss er in der Nähe von uns sein? Das gibt's ja nicht. Außer hätte ich Probleme gehabt. Wir haben genug Fett noch, aber Benzin. Beträgt 11,6 Sekunden. Geil, wir kommen ran an Hamilton. Hier brauchen wir uns noch nicht wichtig machen, aber die gerade vor könnten wir eigentlich angreifen. Macht dann wieder aber langsam da vorne. Ja. Er kann kein Daisy einschalten. Oh, jetzt haben wir ihn aber. Ja, die alle mit dem gelben Reifen da vor uns. Werden aber wohl auch in der nächsten, übernächsten Runde zumindest reinkommen, aber... Das könnte... Warum ist Rosberg noch nicht drin? Das gibt's ja nicht. Ja, fuck. Mal keiner reingefahren von denen. Du bist die bisher. Boah, schnellste Runde, Birdie-Baum. Unfassbar. Jetzt gehen wir ab hier. Nochmal violett. Da ist Verstappen. Aber ich weiß nicht, der mit Gelb gestartet. Was macht der denn bitte? Das ist ja nicht zu fassen. Gott sei Dank sind wir nicht im Coop. Was ist denn da jetzt wieder passiert? Hoppala. Geht der vom Gas. Na, wie behindert ist denn das bitte? Das ist ja nicht zu fassen, oder?
Alter! Geht der voll vom Gas? Ein bisschen gerutscht ist er, glaube ich, hinten zwar auch, aber das kann ja nicht sein, oder? Naja. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass wir da einmal zurückspulen. So, jetzt müssen sie aber demnächst reinfahren, alle mit den gelben, die mit gelb gestartet. Verstappen hat es... Achso, Verstappen probiert es generell mit gelb starten, aber ob das die richtige Entscheidung ist? Fährt nicht rein. Mich doch nicht alle überholt hier, oder? Was? Was ist denn hier los, Rennleitung? Verstappen war schon drin? Ach du Scheiße, wie hat mich der überholt? Oder war da noch eine Runde vor mir drin vielleicht? Hat der den Undercut gemacht? Hülkenberg war nicht drin, der ist noch mit in Start. Bottas, Ricardo, Rosberg. Oh weh, die habe ich irgendwie... Ja gut, die Einfahrt, da haben wir auch ein bisschen was verloren, ich und Hamilton. Warum auch immer Hamilton langsamer geworden ist. Ach scheiße, ich habe glaube ich die automatische eingestellt auch. Gut, sonst wäre ich immer schon eher drauf gefahren. Aber dürfte ich in der Boxengasse, wenn er da so langsam ist, überholen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Da würde ich. Ja, müsste eigentlich schon sein. Okay, ein Verstappen müssen wir vorbei. Alles klar. Der hat frische Reifen drauf. Hülkenberg auch noch immer draußen, der nervt jetzt da. Ja, da hält uns natürlich alle auf. Holy, oi. So, den holen wir uns natürlich jetzt. Boah, ist mir nicht ganz so geil rausgekommen. Eine Sekunde schon langsam, ey. Achso, shit. Ja. Wir quetschen uns da mal rein, schauen wir mal, ob das geht. Wo ist er? Ja, jetzt haben wir nicht so viel Traktion. Passt aber. Optimal. An Verstappen dranbleiben. Ist jetzt einmal die Mission. Ach, kleiner Druckler. Ah, Hamilton war auch nicht so geil. Ja, das muss ein kleiner Fehler gewesen sein. Gut, Rosberg vorne und Ricardo, die sind mal weg. Also das, den Traum können wir nicht mehr träumen. Die haben uns da irgendwo... Und Wehrlein, an 5, jetzt an die Box. Mal schauen, ob man da mit dem leeren Stopp ein bisschen was machen kann. In die Punkte wäre geil, aber wird schwer wahrscheinlich. Pascal. Ah, jetzt habe ich die nicht so geil erwischt. Ah, Hamilton hinten hat auch gefightet, glaube ich. Macht er da? Boah, geil. Vorbei an Verstappen. Ich muss sagen, Hockenheimring gefällt mir sehr gut zum Fahren. Schöner Fluss irgendwie drin. Schöner Rhythmus. Jetzt habe ich die rechts da vorne auch verstanden. Da muss man einfach ein bisschen langsamer machen. Genau. Dann wird das Gas wieder ein bisschen lupfen und voll raus hier auf die Startziel. Rosberg hat gerade nach einem Überholmanöver die Führung übernommen. Oh, geil. Rosberg die Führung im Mercedes. Ich glaube, wir haben nur DS heute, oder? Das ist ja unfassbar. Macht das B3 sogar da vorne. Wer gibt's denn das? Achso, Rosberg hat Ricardo überholt da vorne, okay.
Oh, Verstappen kommt wieder auf, der wird wieder besser. Uiuiui, Verstappen kommt wieder. Oh, ich glaube, der hat nicht so einen Top-Speed, glaube ich, aber er ist dran. Versuch mal. Und Fettgemisch. Ah, das ist nicht so gut rausgekommen. Freunde, wir werden am Podium. Was mache ich hier? Geil. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Scheiße, 66% vorne. Fuck. Ein Minuten langsam auch noch. Und dann nehmen wir die gelben Reifen sehr hart ran hier. Aber ich kann nicht wirklich nachlassen. Wir kommen da nicht in die 80% rein. Oh, 72er fahren noch zwei Runden. Scheiße! Ich muss irgendwie meine Reifen schonen. Vielleicht zu aggressiv das Setup. Boah, jetzt wird's aber eng. Noch konnte man es retten. In meiner aggressiven Fahrt habe ich oft zu stark eingelenkt. Es wäre ein bisschen weniger zu lenken, aber da bin ich sicher nicht mehr so schnell. Aber vielleicht können wir da ein bisschen an Gummi retten. Ah, die rechts, da tut weh, die Schnelle. Uiuiuiui. Da links können wir es wieder reinlassen, das ist kein Problem. Oh, fuck. Jetzt geht's in die letzte Runde. Oh, letzte Rille hier am Reifen. Oh, wenn jetzt der Reifen kaputt wird, kriege ich die Krise. Da ist schon da das Rufzeichen. Wow. Scheiße. Warte, müssen wir auch runter. Komm bitte ohne Platten jetzt. Ohne kaputten Reifen noch ins Ziel. Oh,
Oh, ich um die Kurve zittern. Da schließen schon alle auf. Zum Auto vor dir beträgt 7,7 Sekunden. Die links können wir da voll rein hier. Rosberg gewinnt, zuletzt noch die rechts hier bitte, ohne Reifenschaden. Oh, Gott sei Dank, Freunde. Ho, auf P3 noch gerettet hier. Boah, und links der Reifen hier. Ho, Bild zu viel gepusht fast. Ach du Scheiße. Also der Wolf, ein ja, freut sich. Sieg für die wieder Nico Rosberg hier bei uns gut drauf anscheinend. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis. Da sind wir hinten, aber unser Helm hat nicht gepasst von der Farbe. Immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Ja, diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Weiß man nicht. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier wie so oft alle Erwartungen übertroffen noch die Reifen und feiern einen gerettet. Verdienten Erfolg. Gute Leistung von Ricardo, aber schade, dass er den Sieg nicht machen konnte. Aber Rosberg hatte dann im zweiten Stint mit den Gelben, war er schneller. Am Anfang wieder der Grip, und da schüttet uns Rosberg an hier. Kurzes Plauscherl hier mit Nico am Podium. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Nico Rosberg, der seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen kann. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Ja, Hamilton für mich ist das eindeutig der Manor-Pilot. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, für mich ist auf jeden Fall Spaß gemacht. Sechster sind wir davor, vor aus India und hinter Williams. Unfassbar. Ja, geile Sache. Ressourcenpunkte, 300 schon wieder, aber geht's ja auch dahin. Ja, in dem Fall haben wir jetzt Gwirt auch geschlagen. Sehr schön, und wir haben es gewonnen. Vielleicht kriegen wir jetzt einen neuen. Schauen wir mal. So, weiter. Was steht da? Achso, gewonnen. Okay. Nächstes Wochenende, genau. Was sagt die Entwicklung? Ja, da werden wir nächstes Mal fertig sein. Hier und wieder. Und hier an Ferrari dranbleiben. Wir sehen es. Sauber, ganz schlecht entwickelt. Sauber. Ja, die haben kein Geld einfach. Haas lässt auch ein bisschen nach. Aber Toro Rosso vor Ferrari, das finde ich ein bisschen übertrieben. Red Bull jetzt vor Mercedes. Aber in Red Bull vor Mercedes, ja, okay, sie sind relativ gleich auf. Ja, das ist eh ganz geil. Aber schade, Ferrari ist ein bisschen, ja. Das müsste man dann noch über weitere Saisonen dann beobachten. Ja, Blitz Qualifying finde ich auch geil. Da haben wir nämlich wirklich die Stärke vom Qualifying. Das muss man einfach leider so fahren, wenn sie sich da im normalen Qualifying gegenseitig aufhalten. Und ich versuche einfach eine schnelle Blitz zu ein schnelles Blitz Qualifying zu fahren. Das geht eigentlich eh. Im Notfall muss ich eben noch einmal starten. Da kann ich es ein bisschen simulieren, dass ich da eben zwei Versuche habe oder so. Also das ist ganz okay. So passt die Stärke wenigstens ziemlich beim Blitz-Quali. Das hat jetzt ganz gut funktioniert. Und der Red Bull sogar ja vor den Mercedes. Aber ist soweit ja gut gewesen. Ja, Verstappen dann auf der 5 gewesen. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Was kommt als nächstes? Das werden wir sich, muss ich mir dann draußen anschauen. In diesem Sinne. Jetzt lädt er rein wahrscheinlich mit Escape, oder? Naja, ist eh klar. F&E Event. Jetzt sagt er uns noch... Hey, cool, jetzt sehen wir, wie viel Base wir noch bekommen haben. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden aussehen, gerade okay. In diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht. Perfekt.
Upgrade-Stufe, Motorleistung wieder plus 8 PS immerhin. Eine stärkere Kurbelwelle kann die Last des Motors besser kompensieren, wodurch die Leistung ohne zusätzliche Abnutzungserscheinungen gesteigert wird. Na, bitteschön. Jetzt haben wir, glaube ich, insgesamt 16 PS mehr. Na, ist ja perfekt. So, Rivalität, wissen wir nicht, da bekommen wir jetzt irgendeinen neuen anscheinend. Spa kommt jetzt. Oh. Der Spa muss man überlegen. Wenn es passt, vielleicht ein 50%, aber wäre schon geil, falls sich zeitlich nicht ganz ausgeht, vielleicht auf zweimal das 50% rennen. Aber wäre schon geil in Spa. Spa ist so der Klassiker, da wäre zumindest ein 50er schon geil, glaube ich. Ja. Will ich, glaube ich, auf jeden Fall fahren. Und wenn es zeitmäßig mir schlecht ist, dann muss ich es halt auf zwei Parts machen. Aber den will ich auf jeden Fall bringen, glaube ich, ins Spa. Auf alle Fälle. Gut, das soll es gewesen sein. Ich sage recht herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, da geht es dann in Spa los. Gut, ja, bis dann. Danke und ciao, ciao, sage ich noch. Und an alle noch, ist mir gerade noch eingefallen, morgen könnte sein, dass ein Tag Ruhetag ist auf meinem Kanal. Muss ich schauen, ob ich irgendwas hinbekomme. Wegen Arbeit und Nachtschicht, also von dem her muss ich schauen, ob sich was ausgeht, aber vielleicht ist ein Tag komplett Pause und Ruhetag am Kanal. Ist möglich, nur zur Info für alle, die es interessiert. Möglich. Also ohne Gewehr. Vielleicht schaffe ich eh ein Video. Aber falls keins kommt, nur als kleine Vorwarnung. Gut, das war's. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.